In diesem Video geht es um die kognitivistische Theorie der Prototypensemantik. Wir zeigen, worum es in dieser Theorie grob geht, auf Basis welcher Experimente die Theorie aufgebaut wurde und welchen Nutzen und Grenzen diese Theorie hat. Zur Erinnerung: Es gibt mehrere Verfahren und Theorien zur Untersuchung von Bedeutung. Dabei stehen sich zunächst grob zwei Theorien gegenüber. Der Strukturalismus sieht Sprache als ein strukturiertes Ganzes, das sich in Einzelkomponenten zerlegen lässt. Das heißt, die Bedeutung sprachlicher Zeichen ist in kleinere Bestandteile zerlegbar und durch Merkmalsangaben lässt sich die Bedeutung eines Wortes vollständig rekonstruieren. Der Kognitivismus ist eine psychologische Theorie, die Fragen der Bedeutung durch empirische Befunde über Kognition beantworten will. In diesem Video stehen der Kognitivismus und die sogenannte Prototypentheorie im Zentrum. Die Prototypentheorie bzw. Prototypensemantik beruht auf der Annahme, dass die Bedeutung von Wörtern nach ihrer Position in einer Kategorie hierarchisiert ist. Prototypen sind besonders zentrale Vertreter einer Kategorie. Nicht alle Vertreter einer Kategorie erfüllen alle Merkmale, sondern sind dem Prototypen ähnlich. Die Vertreter einer Kategorie sind durch eine sogenannte Familienähnlichkeit aufeinander bezogen. Vertreter sind prototypischer für eine Kategorie, wenn ihre Familienähnlichkeit zu anderen Vertretern größer ist, sie also möglichst viele Eigenschaften mit anderen Vertretern teilen. Diese Umstände wurden auf empirischer Basis herausgefunden. Nicht alle Elemente einer Kategorie werden von Sprachnutzenden als gleich gut wahrgenommen. Und auch beim Spracherwerb werden repräsentative Vertreter eher gelernt als weniger repräsentative. Die Theorie geht unter anderem auf eine Reihe von Experimenten der Psychologin Roche von 1975 zurück. In einem ersten Experiment bewerten ProbandInnen auf einer Skala von 1, sehr typisch, bis 7, sehr untypisch, wie typisch ihnen verschiedene Mitglieder einer Kategorie erscheinen. In der Kategorie Vögel wurde das Rotkehlchen mit 1,1 als sehr typisch bewertet, das Huhn mit 3,8 als eher untypisch. In einem zweiten Experiment wurden den ProbandInnen statt Wörtern Abbildungen von Gegenständen gezeigt, die sie Kategorien zuordnen sollten. Je typischer ein abgebildetes Objekt war, desto schneller konnte es der Kategorie zugeordnet werden. So wurden zum Beispiel Äpfel schneller der Kategorie Obst zugeordnet als Wassermelonen. In einem weiteren Experiment sollten Sätze zu Kategorien produziert werden. Für die Kategorie der Vögel waren das zum Beispiel: Ich hörte einen Vogel zwitschern. Drei Vögel saßen auf einem Ast. Ein Vogel flog herunter und begann zu fressen. Der Name der Kategorie Vogel wurde durch ein sehr typisches Mitglied, zum Beispiel Rotkehlchen, und ein weniger prototypisches Mitglied, Huhn, ersetzt. Schließlich sollte eingeschätzt werden, wie sinnvoll die Sätze sind. Sätze mit den typischen Mitgliedern wurden dabei auch als sinnvoller eingestuft. Zur Erinnerung: Prototypen sind besonders zentrale Vertreter einer Kategorie. Zu den Rändern hin weisen Besetzungen von Kategorien Randunschärfen und Vagheiten auf. Das heißt, je weiter Wörter, die wir verwenden, in den Randbereichen einer Kategorie rutschen, desto unbestimmter werden die Grenzen und die Trennschärfe unserer Bestimmung lässt nach. Es gibt noch einige Grundannahmen der Prototypentheorie, die wir uns nun anschauen. Erstens. Es gibt gute und schlechte Vertreter einer Kategorie. Schlechte Vertreter werden im Sprachgebrauch durch entsprechende Attribute gekennzeichnet. Zum Beispiel die komische, seltsame, eckige oder schmale Tasse. Zweitens. Die Grenzen zwischen Begriffen sind unscharf. Zum einen hängt die Identifizierung eines Vertreters vom Kontext ab.
Zum anderen gibt es unterschiedliche Grade der Zugehörigkeit eines Vertreters zu einer Kategorie. Das wird besonders deutlich, wenn wir uns die Frage nach der Kategorisierung eines Teppichs stellen. Ist ein Teppich ein Möbel? Wahrscheinlich tendieren wir eher nicht dazu. Dennoch gehört er zur Einrichtung einer Wohnung und kann oftmals auch beim Umzug mitgenommen werden, aber eben auch nicht immer. Drittens. Die Zugehörigkeit eines Begriffs zu einer Kategorie entscheidet sich nicht auf Grundlage einer bestimmten Eigenschaft, sondern einer Familienähnlichkeit. Das heißt, ähnliche Eigenschaften von Vertretern reichen aus, um zur selben Kategorie zu gehören. In der Kategorie Sport ist beispielsweise Schach eher umstritten, während Fußball in der Allgemeinheit als Sport anerkannt wird. Was ist nun der Nutzen dieser Theorie? Sie greift zum einen Zweifelsfälle auf, die die Merkmalssemantik nicht abdeckt und ist besonders für Polyseme geeignet. Zum anderen ist sie als Theorie empirisch gestützt. Sie kommt aber auch schnell an ihre Grenzen. Eine Frage, die noch nicht zufriedenstellend geklärt ist, ist die, was denn nun Prototypen konkret sind. Eine mögliche Antwort besagt, dass ein Prototyp der beste Vertreter einer Art sei. Das Problem dahinter, wer entscheidet das? Der eine Prototyp wäre unmöglich zu bestimmen. Eine andere Antwort besagt, dass der Prototyp nur als Konzept im Kopf der Sprechenden existiert. Demzufolge hat man eine bestimmte Vorstellung im Kopf, wie der Prototyp aussieht, basierend auf den eigenen Erfahrungen. Doch auch das ist schwer zu erfassen. Außerdem ist der Geltungsbereich der Prototypentheorie nicht ganz klar. Offenbar ist sie nicht für alle Arten lexikalischer Kategorien gleichermaßen geeignet. Sie macht auch keine Aussagen darüber, ab wann ein Gegenstand nicht mehr einer Kategorie zugeordnet werden darf und wann die Familienähnlichkeit zu gering ist.